Boah, wollen wir uns das nicht nochmal kurz anschauen? Ja, also gerade hat mich der Philipp angerufen von Königsteiner und der wollte mich einmal noch ganz kurz mal abholen dazu, was gestern gerade bei ihm heute alles passiert ist. Ey, schieß mal los. Du hast ja gesagt, du hast eine Story zu erzählen. Also ich hatte dir schon angekündigt, dass ich einen Kunden in der Pipeline habe, der sozusagen das gesamte Invest bei euch refinanziert, wenn der kommt. Und der ist jetzt gekommen. Der ist gekommen erst mit so ein bisschen Nebengeschäft. Mhm. Und jetzt mit seinem Hauptgeschäft auch noch, so dass ich jetzt da derzeit bei einer Marge innerhalb der letzten 3 Wochen mit dem Kunden von 24.000 Euro bin. Und also der Zweitauftrag, der wo jetzt sein großes Geschäft hat, ist ein großer Vertrag mit einer größeren Jobbörse. Der Umsatz alleine ist 70.000 und 21 davon ist Rohertrag. Also letzten Endes hat Philipp mir erzählt, dass er über uns einen Lead generiert hat, welcher sich direkt in einen neuen Lead weiterentwickelt hat und der hat sich auch nochmal in einen weiteren Lead entwickelt. Er hat also über uns gerade 2 neue große Enterprise-Kunden geclosed und ein dritter steht gerade in der Pipeline, den er wahrscheinlich jetzt hoffentlich, Klopf auf Holz, nächste Woche am Montag dann direkt closen kann. Königsteiner ist eigentlich ein ziemlich cooler Kunde. Die haben gerade erst angefangen, sind noch frisch so ein bisschen im POC, also in der zweiten Hälfte und haben bereits ab Tag 1 erste Meetings generiert. Und jetzt kommt dieser Lead rein, den er direkt am Anfang generiert hat, wo er erstmal sofort einen Enterprise-Kunden rausholen konnte. Jetzt mit dem zweiten neuen Lead hat er einen zweiten Enterprise-Kunden rausgeholt und die sind im HR-Bereich unterwegs, im Recruiting. Super Red Ocean, also richtig hart umkämpft. Die Challenge mit Königsteiner ist ziemlich straightforward. Die wissen bereits, wer ihre Zielgruppe ist. Die haben bisher es aber noch nie wirklich hinbekommen, skalierbar mit dieser Zielgruppe ins Gespräch zu kommen. Erst recht nicht, wenn es um höhere Ticketpreise geht. Das heißt, was wir jetzt hier gemacht haben, ist, wir haben ganz genau herausgearbeitet, was jetzt sein ICP war und haben dann hier eine Kommunikation aufgebaut, die direkt an den Ansprechpartner ging, wo er dann eigentlich nur noch das Gespräch mit denen wahrnehmen muss. Und genau das ist auch mit denen dann passiert. Seit sie mit uns jetzt gearbeitet haben, haben die einen Haufen von neuen Leads genau mit dieser Zielgruppe für sich so generieren können, wo sie jetzt in Gesprächen und auch schon in der Pipeline einen ziemlich guten 6-stelligen Bereich haben, mit denen sie uns jetzt bereits schon refinanziert haben. Aber auch ehrlich gesagt nicht nur für den POC, sondern auch für das gesamte nächste Jahr. Also wenn man solche Nachrichten bekommt wie jetzt mit Philipp, der mir gestern geschrieben hat, hey Levi, du lass mal reden, ich muss dir was erzählen. Das ist schon ein ziemlich cooles Gefühl. Also als Customer Success Manager arbeitest du mit vielen, vielen Kunden immer wieder in sehr, sehr engen Kontakt daran, Sachen zu optimieren, die gerade nicht so gut laufen. Wenn dann zwischendurch immer wieder so ein Kunde reinkommt, der dann irgendwie dir mitteilen will, was eigentlich gerade alles so gut läuft, das... Ja, ich meine, was soll ich da sagen? Das ist wie wenn du abends im Club bist und eine Person auf dich zukommt und sagt, hey, cooler Dude. Fühlt sich halt einfach nur gut an. Also wenn man mit uns anfängt, dann geht man immer wieder durch den gleichen Prozess. Am Anfang bauen wir erstmal eine Kommunikation auf, welche auf bestimmten Annahmen beruht über diese Zielgruppe. Dann findet man erstmal raus, welche Annahmen eigentlich alles falsch liegen, baut eine neue Kommunikation auf dem Marktfeedback auf und geht dann wieder raus. Und so entwickelt sich jetzt hier der Message Market Fit für unsere Kunden. Mit Königsteiner, weil sie halt so ein gutes Zielverständnis schon, Zielgruppenverständnis für sich schon hatten, sind wir, glaube ich, innerhalb 1 bis 2 Iterationen direkt schon auf diese Kommunikation gekommen, mit der sie heute eigentlich nur noch durchlaufen. In der Situation zu sein, wo man das für unsere Kunden so ermöglichen kann, ne? Also was hat er mir am Telefon gesagt? Er hat direkt beschrieben, dass er sich komplett aus dieser ganzen Rechenschaft rausziehen kann in seinem eigenen Unternehmen, wo es darum geht zu begründen, warum die mit uns arbeiten. Und das irgendwie ermöglichen zu können, ist schon ziemlich cool, wenn man ganz ehrlich ist. Also ich kenne keinen anderen Job, in dem man das so in der Anzahl halt auch immer wieder oft zurückgespielt bekommt. Sag mal, Andreas, war's das jetzt? Ja, das war's. Beziehungsweise noch eine Sache, das Auto fehlt. Ah ja, okay. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere unseren Kanal und drück die Glocke, sodass du kein Video mehr in der Zukunft verpasst. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann sende uns die direkt in den Kommentar unter diesem Video. Hast du das, Marc? Ja. Okay. Cool.
Thank you.